Die nächste Stammshow Hotel 2022 ist da! Die Staffel für dieses Jahr! Ich weiß, dass viele sich drauf gefreut haben. Natürlich geht es am Ende für den Sieger um Musik. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben uns gedacht, jeder, der ein Talent hat, darf es trotzdem weiterhin zeigen in unseren Halbzeitshows. Jetzt kam, ich sag's euch ganz ehrlich, nichts Besonderes rein, um das heute in der Halbzeitshow zu zeigen. Aber darum habe ich, das habe ich mir nämlich schon gedacht, weil die Werbung vorher kriegen viele nicht mit, erst während der laufenden Staffel. Und deswegen, die erste Änderung in diesem Jahr ist, Kandidaten können sich während den 5 Castingshows hier zu jeder Zeit bewerben. Es kann sein, dass du das heute siehst, dich bewirbst und nächste Woche hier mit dabei bist, ja? Also, so wird es immer laufen. Es sind immer 20 Kandidaten in den Pre-Votes, nur 10 schaffen es in die Show. Gebt euren Freunden Bescheid, die etwas können. Ist auch egal, ihr könnt auch mit einer Hundenummer in der Halbzeitshow hier auftreten, ne? Es kann von mir aus auch, wer will Clown Pepino, dann soll er aber auch kommen. Dann soll Clown Pepino aber auch dieses Jahr kommen. Nur 2 von heute kommen ins große Halbfinale, ne? Im nächsten Monat wird es sein, das große Halbfinale, im nächsten Monat, das dann und so weiter und so weiter. Ihr wisst dann 4 im Finale und im Finale, das wird live stattfinden im Europapark. Hier ist der einzig wahre, hier ist Fitch! Hallo! Warum sehe ich nicht so braun aus wie du? Warum schreist du denn so? Warum sehe ich nicht so braun aus wie du? Du, ich sehe nicht, bin nicht braun, ich bin rot, mein Lieber. Aber warum sehe ich so blass aus, wie Leiche? Nicht. Was hast du da für Lichter? Steht da einer mit einer Wartetaschenlampe vor dir oder was? Ich hab bestellt Essen vor einer halben Stunde. Der Typ irrt seit 10 Minuten vor meiner Haustür rum. Ich ruf den an, der geht nicht ran. Ich muss gleich meinen Burger entgegennehmen, tut mir leid. Also wir können weitermachen und so, aber Burger muss sein. Ey, völlig entspannt. Dafür ist ja diese Show bekannt. Ist ja nicht bei DSDS, verstehst du? Wo alles gestriegelt und geleckt. Du kannst ja machen, was du willst. Ey, das muss ich den Leuten mal sagen. Du weißt gar nicht, was meine Freundin mir erzählt hat, ne? Pass auf, ich hatte den Auftritt da nach Finch, ne, der alles zerstört hat. Und Finch, meine Freundin sagt zu mir, Finch stand da und hat so mitgefiebert. Die hat nach jedem Song geklatscht. Weißt du, das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, aber sowas weißt du, das ist nicht natürlich. Meine Freundin hat gesagt, das war so süß, die konnte es nicht glauben. Wie du mitgefiebert hast, wie, als ob du mein leiblicher Bruder bist. Weißt du, was ich meine? Na, bin ja dein Stiefsohn. Aber das hat aber mich so gefreut, weißt du, was ich meine? Ja, na, mich hat's auch, ich hab's doch, guck mal, mich hat's auch gefreut. So, ist doch, macht doch Spaß, ist doch schön, war doch geil. Die Leute hatten Spaß, ich hatte Spaß, war geil, wir haben analysiert. Ich und mein Kumpel, wir standen da, wir haben analysiert, wir haben Knossi analysiert. Und? Ich hab Assi, also ja, mein Backup hier, Kumpel, der meinte, du bist ein, also auch für die Atzen ein unglaublich sehr guter Backup. Auch so, für die Atzen Backups, so weißt du, das war sehr professionell, sehr gut. Und hat sehr gut stattgefunden, hat mir sehr gut gefallen. Wirklich? Ey, das hat mich so gefreut, weil ich komme dann runter, ne, und also hast du gut gemacht, geh erstmal. Mich auch nicht weiter voll labern wollen, aber hättest du mich ruhig voll labern können, ne, ich hab mich gefreut. Nein, nach dem Auftritt gehst du erstmal nach hinten und chillst, da heißt es nur geil gemacht und dann gehst du nach hinten und dann für dich Ruhe. Wenn ich von dir, weißt du, so nett gelobt werde, bedeutet mir viel, weil du bist einer, der da hauptberuflich, verstehst du, was ich meine? Ich mach auch Spaß, verstehst du? Mhm. Ist ihm scheißegal, guck mal, es ist ihm scheißegal. Du weißt, du warst... Komm, lass. Es ist mir nicht scheiße. Nein, es ist mir nicht scheiße, ja, weißt du doch. Aber ich kann... was soll ich jetzt machen? Du hast ein Kompliment, danke. Aber ich weiß immer nicht, wie ich damit umgehen soll, weißt du? Weißt du, was nur wichtig ist? Ich habe heute so, ja, Knossi, ich habe dir ja beim letzten Mal schon abgesagt, weißt du ja, wir hatten ja Termin schon verschoben. Und ich habe heute so was richtig gutes, also ich habe heute, ich will ja kein schlechtes Gewissen machen, aber eigentlich wäre ich heute beim Electric Callboys Konzert in Berlin und hätte heute einen Auftritt in der Columbia-Halle eigentlich. Ja, das machst du nicht also, für mich. Für den Bruder. Für die Leute im Chat hast du das gemacht. Unser erster Kandidat. Wenn es richtig die richtige Reihenfolge ist, Ricardo Caprese. Klingt schon wie ein Star. Ist falsch. Ist falsch, Entschuldigung, dann doch von der anderen Reihenfolge. Ja, okay. Warte mal, ist das nach Reihenfolge? Platz 10 ist dann Steffen Günther, kommt der jetzt? Ja. Steffen Günther, guten Abend. Dann ist Ricardo Caprese der Top-Favorit, weil der die meisten Votes gekriegt hat und mit Platz 1 hier reingewotet wurde in die Show. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid. Steffen, guten Abend, Steffen Günther. Moin. Moin, grüß dich doch, mein Lieber. Steffen, herzlich willkommen bei Show Your Talent. Hast du die Kamera an? Einen Moment. Dann machen wir die kurz ab. Bist du nervös?
Ja, ein bisschen schon, ne? Wäre ich auch bei Finch asozial. Finch, was mir aufgefallen ist, bei dir ist gar nicht mehr asozial dran. Du willst es weghaben, ne? Oder? Oder ist das also, ich? Sehe ja jetzt schon seit anderthalb Jahren noch. Von welchem Planeten kommst du denn? Nee, ich wollte es für die Zuschauer, die es nicht mitgekriegt haben. Ich bleibe asozial, jetzt? Aber ich muss das nicht im Namen stehen haben, wisst ihr? Nee, kein Problem. Steffen! Warte mal. Was ist denn da los hier? Es hat die ganze Zeit funktioniert und jetzt... Steffen! Herzlich willkommen! Siehst du schon aus wie ein Star? Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann, ja. Woran hast du es ausgemacht, Finch? Nein, der ist diese Cappy-Brille, ist so Star, so Mark Forster ein bisschen. Mark Forster. Bisschen Mark Forster. Ja. Wo kommst du her, Steffen? Ja. Ich komme aus Hamburg. Was werden wir heute? Werden wir heute irgendwann, was werden wir hören? Welche Richtung geht das bei dir? Das ist so Singer-Songwriter-Stuff. Also ich würde einen eigenen Song spielen von mir. Genau, nur mit Gitarre und Gesang. Bist gerade noch so jetzt hier in die Show reingerutscht, ne? Von einer Stunde. Ja, das war richtig knapp. Ja? Ja? War ganz knapp. Ja. Warst nervös aus? Hast du gedacht, oh bitte, ich will? Ja, ich habe Blut und Schweiß hier gehabt, also das war schon richtig eng, ja. Ey, das freut mich total, ne, Finch, kannst dir vorstellen, weißt du, wenn jemand so, wow, wenn die so mitfiebern und dann hier dabei sein wollen. Was, hast ein bisschen Sorge bei Finch asozial oder ganz entspannt? Ehrlich so unter uns? Ja, ganz ehrlich, hau ruhig raus. Ja? Ja, natürlich habe ich Angst vor ihm. Ich hätte auch Angst vor dir, Finch, doch. Ehrlich, du strahlst sowas aus. Du strahlst so ein bisschen, strahlst du sowas aus. Ja, weil man weiß, man kriegt bei dir gleich, wie bei Sido, wenn der hier ist, ein ganz krasses, knallhartes Feedback. Man muss damit umgehen können. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so eins, wie wenn ich sage, oh, ich finde dich ein bisschen netter. Weißt du, ich würde es blumig so. Bisschen netter, aber ey, vielleicht ein anderer Song. Du sagst, es ist scheiße, es wird auch nichts. In 15 Jahren auch nicht. Vergiss es. Nee. Das ist Dieter Bohlen. Der verletzt vielleicht Menschen. Ich bin immer noch menschlich und sage, okay, mach lieber was anderes. Wie lange machst du schon Musik? Noch gar nicht so lange. Jetzt seit 5 Jahren habe ich angefangen, früher als Kind ein bisschen Unterricht gehabt, aber dann lange Zeit nichts. Und seit 5 Jahren habe ich die Gitarre mal wieder in die Hand genommen und dann per YouTube halt mir was angeguckt. Und seit 2 Jahren jetzt so ein bisschen Straßenmusik und auch so eigene Songs. Ja. In Hamburg oder wie? In Hamburg, genau. Ich spiele viel an den Landungsbrücken, in der Stadt oder auch hier in der Umgebung hier in Barmbek. Hier ist Steffen. Viel Spaß. We chose the Zeit. We have never turned back to city lights. And all my friends have moved to. Life challenged me at first, but I've pushed through. And my daily routine has changed. With a child in my hands and the war on the way. My attention shifted from one home to another. Don't get me wrong, I still miss my sisters and my brothers. I was terrified to move to a different life. Sitting in the Garden of Eden with Amelia and you. Soon there will be one more. Pregnant with, oh, sitting in the Garden of Eden with Amelia and you. Soon there will be one more, 'cause you're pregnant with. Tell me it'll be alright to come home from time to time. So tell me it'll be alright to come home from time to time. So tell me it'll be alright to come home from time to time. And move to a different site with my life. Help terrified to move to a
in life. Sitting in the Garden of Eden with Amelia and you. Soon there will be one more, cause you got pregnant with. Oh, sitting in the Garden of Eden with Amelia and you. Soon there will be one more, cause you got pregnant with. Oh, sitting in the Garden of Eden with Amelia and you. Soon there will be one more, cause you got pregnant with. Oh, sitting in the Garden of Eden with Amelia and you. There will be one more, cause you got pregnant with. Stefan! Hey! Junge! Stefan, mein Lieber! Vielen Dank. Okay, bevor Finch jetzt mit seinem Feedback ganz kurz kommt, weißt du, was ich besonders mag? Ich mag das, wenn man so ein bisschen dieses, der Junge von nebenan, weißt du, das, was die Straßenmusik auch ausmacht, das, was du hast, das hast du nämlich. Du hast das extrem so, ey, guck mal, der Steffen aus der Nachbarschaft, weißt du, bei uns jetzt auf der großen Bühne. So, du, das Straßenhaus, das macht so sympathisch einfach, das Ganze, ne? Hat mich ein bisschen, dir wird's, ich weiß nicht, kennst Knossi, kennst du Paolo Nutini? Nee, kenn ich nicht. Zieh dir mal Paolo Nutini Rin Candy, einer der besten Songs, die ich sing mal schnell. Kann ich nicht singen, weil wenn ich das singen könnte, würde ich nicht hier sitzen, wäre ich Hollywood. Ich kenne auch nur I Got New Shoes. Ja, zieh dir mal Candy rein. Sehr guter Song. Und da hat mich so ein bisschen erinnert an Paolo Nutini. Ich fand's sehr gut. Es wird auch safe funktionieren. Was mir aber ein bisschen gefehlt hat, habe ich auch ein bisschen Chat beobachtet und so. Und einer hat da drin geschrieben, und da muss ich sagen, gebe ich recht, der Durchbruch der Stimme hat mir manchmal ein bisschen gefehlt. Du hattest ein gutes Gefühl, aber dieser richtige, der letzte Schuss, wo du nochmal richtig Gas gibst und wo du wirklich die Augen zumachst und mit der Seele singst, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war eine gute Leistung, will das gar nicht schmälern, aber wie gesagt, nochmal dieses, dass man richtig merkt, weil das ist dein Song, oder? Das ist dein eigener Song. Ist mein eigener Song, ja, siehst genau. Du? Und dafür musst du bluten. Du musst für dieses Ding bluten und kannst noch mehr mit der Stimme arbeiten und dann noch mehr Energie drin geben. Definitiv. Gerade beim eigenen Song. Wenn du irgendein Cover machen würdest, wäre es mir auch scheißegal. Ist ja nicht meins. Aber ist dein eigener Song, dafür musst du bluten. Was auch auf jeden Fall großer Pluspunkt ist, einen eigenen Song mit einem eigenen Song hier anzutreten. Die meisten kommen mit, weißt du, Hits, die sie einfach covern, verstehst du? Und dann der Song macht schon viel aus, aber er kommt hier einfach mit einer Nummer, die er einfach in die er Zeit investiert hat. Wie lange schreibt man an so einen Song, Steffen? Das kommt immer drauf an irgendwie. Manchmal kommt es so relativ schnell und manchmal dauert es länger. Manchmal legt man dann so ein paar Texte wieder weg und dann nimmt man die wieder irgendwie 3 Monate später nochmal in die Hand. Aber der war relativ an einem Abend fertig eigentlich. Aus dem Leben dann Dinge oder Dinge, die einfach etwas beschreiben, weil du es gesehen hast? Ja, aus dem Leben, aus meinem Leben. Also es ist ein sehr persönlicher Song. Meine Freundin ist aus Friesen, ist jetzt nach Hamburg gezogen und wir ziehen jetzt bald wieder noch aus Friesland. Und ich war ein Leben lang in Hamburg und es handelt halt darüber, wie ich quasi nach Ostfriesland ziehe. Wenn ihr für Steffen voten wollt, dann könnt ihr das jetzt tun, Runde Nummer 1. Am Ende, nachdem ihr alle gesehen habt, gibt es am Ende nochmal ein Voting unter allen 10, die ihr heute gesehen habt. Da könnt ihr auch nochmal für Steffen voten, wenn er heute euer Favorit ist. Man muss sagen, krass, hey, 2 kommen heute weiter ins Halbfinale, ne? Und das ganz große Finale, Nils, halt dich fest, du weißt vielleicht auch noch nicht, im Europapark, in der Arena. Ja, ja, da bin ich mal aufgedreht, glaube ich. Ja, ja, ist in, hier so, ja, da hatte ich mal ein Konzert, glaube ich. Da wird das große Finale stattfinden und es geht auch um viel hier, ne? 75.000 Euro Radio, Marketing, Amazon Music, Werbung und Marketing und eigene Song auch, alles, geht hier um alles, ne? Dann kommt jetzt, und ich hoffe, ich sag nichts Falsches, Freunde der Sonne, dann kommt jetzt eine Frau! Ich bin sehr gespannt. Hier ist Celine! Oh, mir ist was unter meinen Tisch gefallen. Felina? Selina. Ich habe die Kamera auf jeden Fall angemacht. Ja, kommt bestimmt gleich. Felina. Ich sehe dich noch nicht. Nils, du siehst sie auch noch nicht, oder? In ihrer Kamera. Nee. Ich komme aus Goslar. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Natürlich. Einem schönen Harz. 100 Pro war Nils schon mal da. Goslar, na klar. Leider noch nicht da, aber. Achso, also bei mir noch nicht, nee. Ich kenne Goslar. Okay. Natürlich. Da bin ich schon mal durch mit Autobahn und so vorbeigefahren. Letzte Tinder-Date, Blatt, Goslar. Die wohnen nämlich an der Autobahn. Bist du Streamerin? Das sieht so ein bisschen mit Gaming-Chair und alles? Ja, habe ich aber jetzt vor kurzem erst eingerichtet. Ich habe vor einem Jahr angefangen auf Twitch zu streamen, außerdem wegen dir sogar. Was? Weil ich dich
Ja, ich habe dich irgendwo gefunden und ich fand dich so, so witzig. Das habe ich auch allen Leuten gerade im Discord erzählt. Also du warst ja der erste Mensch, wo ich mal wieder so richtig lachen konnte. Und deswegen dachte ich mir, sowas willst du auch machen. So. Sag mal, was war das für eine Stelle? Was war so witzig? Habe ich rumgewürgt oder was? Na, hast die Paket wahrscheinlich eröffnet mit Scheiße. Ja, aber ey, das musst du dir mal vorstellen. Das ist schon so viele Jahre alt. Leute sprechen mich immer noch auf der Straße. Hat da wirklich einer Scheiße geschickt? Sag ich, Alter, was hast du da geguckt? Weißt du nicht mehr. Aber irgendwas Witziges. Und dann hast du gesagt, du streamst auch? Echt? Ja, ja, auf jeden, ja. Und was streamst du so? Einfach nur Just Chatting. Also manchmal mache ich Gameplay, aber ich habe noch keine Elgato, also kann ich nicht beides kombinieren. Entweder nur Gameplay oder nur Just Chatting halt. Gameplay? Was Game? Was spielst du? Warzone und Fortnite. Ja, ich glaube, Nils, du nicht, ne? Nee, ich hasse Warzone. Nils spielt die, ich schwör's euch, Chat, wenn ihr mal reinguckt, bei Nils, er spielt die verrücktesten Spiele, er baut Burgen und so. Ich dachte, krass, Anno, ich hab nichts Anno, verstanden. Ich spiel Anno, dann spiel ich Elden Ring, Fußballmanager, ja, so stand ich. In deinem Stream, da hast du so ein Zoo gebaut. Hm, Zoo Tycoon war das. Geil, Spiel, bestes Spiel, Digga. Ich erinnere mich an Rollercoaster Tycoon früher, in jungen Jahren. Alter, das war ein geiles Spiel, ey. Da konntest du bei Rollercoaster Tycoon, konntest du die Pommes immer extra salzig machen, dann haben sie extra mehr Cola gekauft. Und Selina will wahrscheinlich etwas singen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung. Singen, genau. Ja. Was Schönes. Also ich bin von meiner Art manchmal sehr schroff so, aber ich bin, also ich singe sehr gefühlvoll und deswegen singe ich heute Halleluja für euch. Wow. Das ist, Nils, was fällt dir ein zu dem Song jetzt, wenn jemand sagt Halleluja, wird es schwer. Das wird sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Wieso so eine schwere Nummer? Es hat was mit einer bestimmten Person zu tun, die mir sehr viel Kraft in meinem Leben gegeben hat. Und mit der Person habe ich dieses Lied in schweren Zeiten sehr viel gesungen. Und deswegen bedeutet mir das auch ganz, ganz viel. Bist du, singst du dann, ist das einfach nur ein Spaß, so ein Hobby, so ein bisschen unter der Dusche? Oder nimmst du es schon, bist du professionell, warst schon in anderen Shows und willst damit durchstarten? Ich würde schon gerne damit durchstarten. Aber bis jetzt war ich immer ein bisschen durcheinander und habe das alles nicht so ganz geschissen bekommen, sage ich jetzt mal so. Also ich war schon bei The Voice of Germany in den Castings, bei DSDS, Supertalent, aber noch nicht mit Erfolg. Also ich freue mich auf einen Riesenauftritt und so wie ich Nils Gesichtfarbe sehe, er auch. Ne? Dann würde ich sagen, Nils, moderier du Selina an. Komm, Selina, Hallöchen. Und die Startnummer 9 heute hier in der Talentshow ist Selina. No, I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and a moonlight over through you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from the lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ah, nee, geht weiter. Soll ich weiter? Nein, warte mal! Love, what is flow? I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the Maple Arch. And love is not a victory march. And it's a cold and it's a broken hallelujah.
Halleluja, 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 Halleluja. Ja. Fertig jetzt. Schon? Yay! Jetzt. Selina! Wunderbar, Celine. Celine, auch Celine, nicht Felina. Genau. Ja, wunderbar. Ey, Celine, an erster Stelle muss ich mich mal entschuldigen fürs Internet, ne? Denn deine Stimme war leider immer mal wieder in den hohen Tönen nicht, die ging nicht durch Discord durch. Da ist aber Discord schuld dran, ne? Was ich ganz toll fand, war dein Enthusiasmus und im Stuhl eine Performance zu bieten. Mit den Armen. Du hast dich inbrüstig, das machen auch nicht viele, die Richtung Kamera agieren. Weißt du, was ich meine? Du hast wie? Du hast performt. Und jetzt bin ich gespannt, was unser Gastjuror Nils heute sagt. Ich fand's gut. Ich muss ehrlich sagen, ich find's schade. Ich find A Cappellas gut, aber immer ein bisschen schade. Aber ist ja natürlich eine A Cappella-Nummer alles gut. Ich fand, du hast halt auf jeden Fall sehr viel Kraft in der Stimme gehabt und du hast auch so ein bisschen so Blues drin gehabt. Also man hat so richtig, man hat es gemerkt. So. Also das war so, da war was in der Stimme, das hat mir sehr gut gefallen. Ja? Dankeschön. Und ja, sehr, sehr berührt, aber wie gesagt, leider das Internet, es hat bei mir auch sehr geleckt, sagt man ja in der Internetsprache heutzutage. Ja. Und da hat's, das hat mich ein bisschen gestört, gerade bei den hohen Tönen, die habe ich dann immer nicht so oder nur so halb mitbekommen. Mhm. Aber ich sag mal so, du hast ja schon bei Voice of Germany DSDS und so und du kannst singen. Also, da brauchen wir nicht drüber diskutieren und jeder, der hier was anderes, die Frau kann singen. Jetzt egal, wie das Ergebnis ausgeht, Celine, weißt du, was manchmal wichtiger ist, dass man mitgemacht hat. Du hast, das ist wieder eine Erfahrung mehr. Du warst in anderen Shows, jetzt hast du mal hier im Internet bei mir mitgemacht, wir haben mal miteinander gesprochen. Ja. Weißt du, völlig egal. Wie heißt dein Kanal, auf dem du streamst? CC42. Da oben, seht das ihr auch. Das ist auch mein oben links. Ja. CC42. Das Röhrige war geil. Weißt du, was ich meine? Dieses Röhrige, das ist so... Ja, wo sie einmal so richtig... Ja! Boah, das hat mich anhand geil. Halleluja! Das war echt, das war geil. Also, mach weiter mit dem, was du liebst. Das ist nämlich auch die wichtigste Botschaft, was Leute immer sagen. Weißt du, wie viele zu mir gekommen sind? Meine Mutter hat zu mir gemeint, sie warten auf dich am RTL-Zaun, hat sie zu mir gesagt. Und ich habe gedacht, ja. Ja, ist so. Das ist auch ganz starke Konkurrenz da. Das ist nicht einfach mal hin, genauso wie hier in die Votings zu kommen. Das war ein Kampf gewesen ohne Ende, ne? Da gibt's Leute, die wollen halt auch, ne? Und die wollen, tun genau das Gleiche wie du, vielleicht noch ein bisschen mehr so. Ja. Ne? Und deswegen. Ey, trotzdem, es hat laut Votes leider nicht gereicht, aber du bist aktuell Platz 2, Celine. Das nimmt dir auch keiner mehr, dass du als zweite Kandidatin Platz 2 erstmal bist. Und das ist doch toll, oder? Celine, sehr gell? Sehr schön. Schaffen das. Und dranbleiben, am Ball bleiben und weitermachen. Das mache ich. Knossi, dein Spruch gerade war auch ein bisschen, es schafft auch nicht jeder, bei zwei Leuten Platz 2 zu sein. Hast du aber schön das Eigentor geschossen. Chat ist eskaliert. Nee, aber strong, Platz 2 von 2 Leuten strong. Nee, aber die Wahrheit ist, sie kann immer sagen, sie war mal Platz 2, weißt du, kurz, so wollte ich sagen, weißt du, das Beste draus. Ey, man muss dazu sagen, Celine, sei nicht traurig, aber wir hatten noch nie tatsächlich erste Kandidat, der mit Minus abgeschlossen hat, Energie, ne? Das ist ja noch ein größerer Diss, was machst du denn hier gerade? Mann! Halleluja, was soll ich machen? Halleluja, weitermachen, das ist die Message, Digga. Freue mich, weißt du, weil ich genau weiß, wie man sich als so ein Kandidat fühlt. Ich war selber in Castingshows früher. Warst du nicht auch mal in irgendeiner Show? Am Mittwoch. Rap am Mittwoch? Ja, war das Einzige, wo ich war. Ja, aber ich weiß nicht, ob das hier nicht ein bisschen zu hart ist hier. Okay, ist das TOS-Guideline-Gefahr? Ne, das wird beleidigt, Digga, das Battle-Rap, da wird hart auf die Fresse und so. Mach mal schnell einen gegen mich. Deine Krone ist scheiße. Das ist kein echtes Gold, das ist gefegt. Damit und da und so, der ist groß rausgekommen, Chat. Damit machst du die Hits! Junge, der geht auf die Bühne, ich sag's euch, wie es ist. Yo, oberkörperfrei geht der hoch, macht zweimal nur so, ich hab's beobachtet. Ich hab deinen Auftritt analysiert. Du machst zweimal nur so, tuk, tuk, die Menge tobt. Du hast es in der Hand, das ist das Krasse. Ich hab mir das versucht, so ein bisschen abzugucken, bei mir bewegt sich keiner.
Hast du gesehen mit der Ehen, die mir den Bierkrug abgeschmissen hat? Die natürlich. Den Bierkrug abschmeißen, natürlich. Wo ich gesagt habe, hier nimm mal deinen Bierkrug zurück. Von dem Pfand kannst du den Kindern mal was kaufen. Du bist 40 und stehst hier in der Menge. Ballermann feiern, geh mal nach Hause, kümmere dich um deine Kinder. Am nächsten Tag kriege ich eine Nachricht von der Tochter, die mir schreibt, ey, sorry, meine Mama hat sich ein bisschen daneben benommen. Und so, und ich so, na, ist ja gar kein Problem, dann räche ich mich einer Tochter. Und sie so, na, das bin ich. Oha! Was? Wir schreiben. Ich werde es so machen, dass ich irgendwann am Sonntagvormittag aus dem Schlafzimmer komme und sage, guten Morgen, Mama, ich habe doch gesagt, wir sehen uns wieder. Und dann sage ich, tschüss, und dann geht los. Würdest du das bringen, oder ist das jetzt so ein Spaßspruch? Ist doch kein Spaß. Ich hoffe, die guckt die Sendung nicht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin wie ein Elefant, ich merke mir alles. Und Rache ist süß. Ey, Knossi, setz dich mal hin. Was machst du? War falsche Richtung leider. Ja, was? Wunderbar. Oh. Können wir weitermachen? Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Herzlich willkommen. Oh, der steht auch schon bei. Marco, guten Abend. Mirko, Digga, Mirko. Moin, alles klar? Ach, Mirko, Entschuldigung. Entschuldigung, Mirko, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wo kommst du her? Erstmal ein paar Fakten zu dir, Mirko. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Erzähl mal eine Minute lang über dich. Mal so einen Test machen, weißt du, so einen Personality-Check. Eine Minute ab jetzt. Ich bin Mirko, komme aus Bremen, 27 Jahre alt, also Vike eigentlich, mein Rappername. Mucke mache ich eigentlich schon immer, seitdem ich denken kann. Nebenbei bin ich Bauarbeiter, auch nice. Das war's, mehr gibt's nicht zu erzählen. Hast noch 30 Sekunden, komm. Was soll ich dir erzählen? Keine Ahnung. Familie? Erzähl von der Baustelle. Von der Baustelle, vom Kollegen. Die Kollegen, erzähl was, eine Story, schnell. Boah, Digga, es gibt 1000 Stories. Wir sind Rohrleger. Wir verlegen Rohre, auch auf der Arbeit. Oh, geil, Alter. Oh, wirklich? Geil. Ja. Nein, so geil ist das nicht. Was soll's, ne? Nützt ja nichts. Wenn Mucke nichts bringt, was soll ich machen? Ich würde mich so, ich weiß, du wirst jetzt gleich rappen, ich würde mir so wünschen, dass das Lied irgendwie heißt Rohrverleger, Alter. Ich würd's feiern. Sag ehrlich, Nils, das wäre doch geil. Ja, gibt's aber jetzt von Sio schon so Rohrleger. Song, glaube ich. Irgendwas mit Kanalbauer oder so. Kanalarbeiter. Ja, genau. Was kommt? Arbeite hart. Ja, was? Warte mal, bevor du sagst, was du heute hier rappst, was sind deine Rap-Idole? Sido, safe. Agro Berlin. Also Sido, ne? Sido, wenn jemand mich fragt, wer ist dein Lieblingsrapper, sag ich Sido. Natürlich gibt es noch andere, die ich feiere, aber. Was findest du geil an dem? Alles so, ne? Ich bin mit dem groß geworden, sag ich mal so. Von dem, wo er noch asozial war und wie er jetzt ist. Mit ihm gewachsen, so sag ich mal. Wie alt bist du? 27. 27, okay, ja. Ey, aber das ist, weil ich habe mit 16, kannte ich das schon, ne? Alles ist die Sekte und sowas. Hast du das dann alles dir später mal aufgezogen, ne? Hast du das alles dir geholt, ja? Alles ist die Sekte. Was war bei dir, Nils? Was waren so bei dir? Agro Berlin, konntest du damit was anfangen? Ja, Agro Berlin schon, aber ich war eher so BC, also King Orgasmus, Frauenarzt. Auch geil. Ist das dann besonders, wenn du jetzt mal so Gente triffst und so? Ja, ne? Ist immer noch special für dich, ja? Ist immer noch was Spezielles, ja. Doppeldecker-Fick. Wir sind letztens, irgendwo sind wir 400 Kilometer heimgefahren und dann habe ich das Album zweimal durchlaufen lassen, Pornomafia, ja. Meine Freundin nur mit dem Kopf geschüttelt, wirklich, nur mit dem Kopf. Geil. Ich habe mich totgelacht. Bei den Texten, ich habe mich, teilweise bei den Lines einfach, ich habe lachen müssen, laut. Das ist einfach geil, das Album ist legendär. Ich habe es ja noch Pornomafia 1, das darf ja keiner wissen, weil das ist eigentlich indiziert. Was kommt jetzt von dir, eine eigene Nummer? Ja, safe, auf jeden Fall. Zu viele Krisen, zu wenig echt. Zu wenig Liebe und zu wenig Cash. Zu viel Hass in den Strophen. Der Weg ganz nach oben wie ein Fass ohne Boden, Digga. Sag doch, was juckt mich das? Ich fahr ne Dreckskarre und du hast den Bus verpasst, Baby. Hustle hart, bis der Umsatz passt. Bis der Geldumschlag aus dem Rucksack platzt. Hier, immer weiter hoch und der Blick in die Sterne. Viel hat sich verändert, doch bin immer noch derselbe. Immer noch kein G, bin noch immer nicht wie sie. Immer noch fickt das System aus Prinzip. Zu viele Snitches und zu viele Hates. Zu viele Bitches und zu viele Fakes. Zu wenig Zeit, zu viel Zeit schon verschwendet. Leg niemals dein Leben in geistlose Hände. Steh in Flammen, doch der Blick aus Eis. Geh meinen Weg, solange die Zeiger sich dreht. Prophezeit, es ist nicht mehr weit. Machen auf Löwe, doch sie bleiben hier. Jede Narbe wie ein Tattoo. Die Wunden verheilt, doch die Seele verletzt. Lass sie labern, nein, ich höre nicht zu. Zu viel ist falsch, zu wenig echt.
Nächtelang nur wach, an der Lyrik gefeilt. Augen müde und kalt, die Gefühle auf Eis. Auf der Jagd nach der Eins, viel zu lange in diesem Traum gefangen. Schaufel nach den Sternen, doch was weiter, nur die Schaufel an. Vertrau mir, Mann, ich glaube dran, der Gott liebt die Geduldigen. Früher wurde ich ausgelacht, jetzt wollen sie sich entschuldigen. Hat sich so einiges bewegt, Leben neben der Spur, aber ich bleibe auf meinem Weg. Ah, tanzen mit dem Teufel blind, während wir auf Gott hoffen. Platz an der Sonne, spür die Wärme von den Softball. Alles für den Traum, zu wenig Vertrauen, zu viel von dem grünen Kraut, in den Augen zu viel Rauch, zu viele Intrigen. Sag mir, wie kannst du dir sicher sein? Viel zu viele Lügen gegen viel zu wenig Sicherheit. Atme ein, geh ans Mike, um Krisen zu verringern. Menschen kommen und gehen, aber die Lieder sind für immer weich. Steh in Flammen, doch der Blick aus Eis, geh meinen Weg, solange die Zeiger sich drehen. Prophezeit, es ist nicht mehr weit, machen auf Löwe, doch sie bleiben hier. Jede Narbe wie ein Tattoo, die Wunden verheilt, doch die Seele verletzt. Lass sie labern, nein, ich höre nicht zu. Zu viel ist falsch, zu wenig echt. Ja, danke. Fertig, 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 fertig. Wunderbar, Mirko, wunderbar. Mirko! Weik, Weik ist dein Künstlername, ne? Die Weik! Machen auf Löwen, doch bleiben hier! Bam! Richtig. Das ist hängen geblieben, die Nummer. Sag ich dir ganz, also Text war krass. Danke, danke. Ja, also ich fand wirklich auch reimtechnisch sehr gut drauf. Ich bin ja immer so noch so ein Reimtyp. Ich achte sehr auf Reime. Entweder müssen die Reime krass sein oder die Message muss überfett sein. Und ich sag dir, die Reime waren wirklich sehr gut. Sehr geile Reime. Ich fand es auch sehr gut, dass du vom Rap her nicht dich an allem orientierst, was gerade so in ist, sondern trotzdem noch dein eigenes Ding machst. Gefühlt 95 BPM Rap, so das geil. Hat mir sehr gut gefallen. Und von der Stimmfarbe hat es mich sehr an Kodo erinnert. Ich finde Kodo auch geil. Nike-Kappe umgekehrt. Einer meiner Lieblings-Rap-Songs. Kennst Kodo, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Zieh dir mal Kodo rein. Nike-Kappe umgekehrt. Richtig geil. Ich fand den Text, es gibt viel Rap und wo du denkst, okay, Rap, aber hier hat man gern zugehört. Ich hab mir das einfach gern angehört, was er da erzählt, ne? Das war einfach geil. Und auch immer gut die Adlibs immer. Tja. Ich fand das ja, ist gut. So, ne, wenn man das macht. So wie Echo Fresh, Ja. Braucht man sowas als Rapper? Muss man das haben? Ein Signature-Move ist immer nicht schlecht oder eine, Catchphrases oder sowas, ja. Sind schon gut. Signature. Machen wir mal deine Signature-Moves einmal, Vike. Das ist auch meiner. Wie? Aber das sind andere. Das ging ein bisschen mehr nach vorne. Geil. Und auf jeden Fall nicht aufhören damit. Das ist mega geil, gell, mein Lieber? Wunderbar. Ciao, Vike. Ciao. Ciao. Ja, war doch gut, oder nicht? War doch geil, hä? Sehr gut. Ich find's gut, wenn Rapper immer kommen. Nicht nur Sänger, sondern auch mal wieder Rap, weil mittlerweile, selbst Rapper sind ja keine Rapper mehr, sind ja mittlerweile Sänger. Was? Ja. Wer zum Beispiel? Wie meinst du zum Beispiel? Nee, soll ich jetzt hier offiziell fronten? Dann klingelt gleich die erste Großfamilie an meiner Tür. Nee. Lass mal lieber. Aber nee, ist doch mittlerweile so richtig Rap, ist ja selten. Okay, dann sag mal, wer ist für dich noch richtig Rap? Das kannst du ja sagen. Ein Orgi zum Beispiel, King Orgasmus, ist immer noch Rap. Ein Frauenarzt, wenn er als Frauenarzt macht natürlich und nicht unter Arzt, ist es auch noch Rap. Ich bin zum Beispiel, wenn du so siehst, mit meinen Sachen auch nicht mehr Rap. Also ist jetzt. Was kommt in nächster Zeit von dir? Darf ich noch nicht verraten. Sonntag mein Instagram abchecken, wird sehr viele Leute hier im Stream bestimmt sehr freuen. Weiter geht's mit dem nächsten Kandidaten. Niklas Schopper und Paul Kliwer sind zwei. Krass. Okay, jetzt kriegen wir... Band vielleicht oder was? Zwei-Mann-Armee? Bin gespannt. Niklas Schopper und Paul Kliwer, seid ihr da? Ich mach gerade eigentlich, ich arbeite gerade ein bisschen und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, komm, machen wir mal ein bisschen Musik. Komm aus der Nähe von Hannover und ja, ich gebe das Headset einmal weiter, weil sonst hört er euch nicht. Top. Ja, perfekt. Auch moin erstmal von mir. Grüß dich. Ja, ich bin Paul, ich bin 21 Jahre, komme auch aus der Nähe von Hannover. Ja, und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen was zeigen können. Mal sehen, was ihr davon haltet. Was macht ihr beruflich, ihr beiden? Oh, wir arbeiten tatsächlich zusammen. Wir lernen. Wir machen eine Lehre. Zu was? Kaufmann im Einzelhandel. Geil. Hast du die Moët-Flasche auf Arbeit mitgehen lassen, die da hinten steht? Oder? Ob du die Moët-Flasche mitgenommen hast? Nee, die steht schon einen Moment länger, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, Trinken ist auch nicht mehr so drin bei dem Ding. Okay. Aber nie aufgemacht, ne, wenn man sagt, ne, ist eine Moët, ne? Hingestellt. Ja, geht, ne? Also, Bierchen ist lecker, oder? Ja auf jeden Fall. Dieser Crazy Champagner, der schmeckt Eis mit Eis, Moët Eis und dann Red Bull rein. Das kannst du saufen, doch. Natürlich, bleh.
Was werdet ihr uns heute zeigen? Oh, wir haben selber einen Rap geschrieben. Ein Rap? Mit bisschen Gesang und so ein bisschen Abwechslung. Also selber geschrieben? Wer war da irgendwie? Wer hat euch zur Musik gebracht? Eigentlich, ich würde sagen, nicht so richtig. Wir haben uns irgendwann wieder getroffen quasi. Wir sind auf eine Schule damals gegangen, haben dann nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt. Und irgendwann haben wir so beide für uns Musik entdeckt und haben uns dann zusammengesetzt gemacht und getan. Und jetzt ist das quasi so in 5 Wochen entstanden. Dann würde ich sagen, ey, lasst uns nicht lang diskutieren. Niklas und Paul. Oder wie heißt ihr? Wie wollt ihr genannt werden? Habt ihr da auch einen Künstlernamen? Ja, nee, alles gut, alles gut. Niklas und Paul, ne? Ja, perfekt. Nipa. Also erste ist immer, nimm die ersten beiden Buchstaben, Nipa. Nipa. Hier sind Nipa. Nipa. So sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los. Rauchen ist tödlich, stopp, wir haben es nötig, Rauchen ist tödlich. Und wir haben es nötig. Smoking Dreams, ja, wir sind beliebt. Smoking Kills, es ist einfach wild. Rauch in der Lunge, das Herz auf der Zunge. Ein Zug und wir drehen eine Runde. Aus Minuten werden Stunden, fühlen uns verbunden. Ich bin selbst mein bester Kunde. Es ergibt keinen Sinn, wo wir heute sind. Es ist auch egal, denn ich spiele nur noch blind. Ja, sinnlos geht's weiter. Wir leben immer heiter, können nicht mehr scheitern. Jeden Tag wie Freitag, yeah. Wollen immer weiter. Wollen immer weiter. So sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los. Rauchen ist tödlich, stopp, wir haben es nötig, Rauchen ist tödlich. Und wir haben es nötig, Kronbacher Pilz, ich hasse diesen Film, Nikes zum Tragen, ich fühle mich begraben, im Kopf diese Narben, kann nicht mehr schlafen, kann das Leid nicht mehr ertragen, sitzen hier zusammen, rauchen eine Jolly, 4 Tage zu viel und ich kaufe nur auf Kombi, trage nur einen Wellenstein, tauche in die Bälle ein, das ist dieser Sommerscheiß. Haben wir es verkackt gerade? Das ist dein Ernst? Ja, egal, für die Aufnahme reicht's. Wie jetzt? Bruder, ach, das der Schluss kommt noch. Das Ende kommt. Bruder, der Schluss. Wir jetzt alle mal. So sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnlos geht es los, so sinnlos geht's los, so sinnos geht es los. Rauchen ist tödlich und wir haben's nötig. Rauchen ist tödlich und wir haben es nötig. Ey, auch geil, wie Rauchen ist tödlich und Finch und ich gerade am Ausblasen in deren ihre Richtung. Alter, das ist so cool. Also mein erster Eindruck, bevor Nils das professionell bewertet, war natürlich, die Tonqualität war natürlich komplett scheiße. Dass ihr das so ablauft. Ja, war komplett scheiße. Ja, das hat sich ja über euer Billo-Headset da, das war ja komplette Kacke. Da hätte man echt viel rausholen können. Die Nummer an sich... Alter, das war so richtig schön, ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann, aber so richtig schön Comedy-Rap. Auch die Show-Einlage fand ich geil, weil ich dachte zuerst mal irritiert. Ja. Ich habe auch Nils gesehen, irritiert. Fand ich, dass ihr so eine Nur, fand ich geil. Und dieses sinnlos und ich konnte viel mit meinem Leben damit verbinden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Text. Ich fand's geil. Und jetzt kommt Nils. Ich fand's auch lustig, definitiv. Was ich noch schlimmer fand, oder schader, nicht schlimmer, schader, fand, dass ihr den Text abgelesen habt. Ja, hast du das gesehen? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, das war sehr schade. Das war sehr schade. Und ansonsten, ey, lustige Nummer. Ich finde, war gut. Kann mir vorstellen, dass das Ding auch richtig geil klingt, wenn nicht mal professionell aufgenommen, abgemischt, im Mix, mastert, fertig ist, ein geiler Beat. Dieser ist das euer eigener Beat? Habt ihr den selber gebaut oder ist es einfach so? Nee, den haben wir genommen. Das wäre nämlich, glaube ich, dann nochmal interessant, das ganze Paket dann nochmal komplett zu hören. Aber ansonsten, rappt ihr sonst? Ja, so ein bisschen. So nebenbei für uns, ja. Weil Taktgefühl war ja trotzdem da. Also Flow habt ihr auch. Also ein paar haben drin geschrieben, so SDP ein bisschen. Kann man schon in die Richtung einordnen. Natürlich sind SDP viel, viel besser, brauchen wir nicht drüber reden. Nee, Quatsch, aber ist schon, war schon unterhaltsam. Auch, wie gesagt, die Einlage war auch sehr unterhaltsam.
auswendig lernen immer. Safe kannst du dich nämlich viel mehr auf deine Aussprache konzentrieren. Und okay. Sound war natürlich, also wirklich hier, also das hier. Ich sag auch nur ehrlich, wir haben extra Sennheiser geklärt, auf einmal Arschritze. Also das ist kein Sennheiser, was ihr da habt, das ist ein Gameboy. Einer hat noch reingeschrieben, der Linke, die Gesangsstimme war nicht schlecht. Also wie es bei mir ankam, fand ich es auch gut. Also wie du gesungen hast, war echt geil. Ja, ist ja egal, macht unter euch aus, wen ich gemeint habe. Ist scheißegal. Ey, ich fand's witzig. Ihr habt das Ding hier, ihr habt auf jeden Fall das Ding bereichert. So wie das aussieht, noch 40 Sekunden, springt ihr auf Platz 2. Also ihr seid mehr Votes als unser Rap-Freund Vike gerade, ne? Auch die Coolness, jetzt einfach im Kinderzimmer sich eine Marlboro anzumachen, Alter. Guck doch mal, Schlüssel steckt, die haben schon abgeschlossen. Fahrrad klopft schon die ganze Zeit an der Tür. Der guckt oben zu, Junge. Wenn ja? Kaffee, gibt's hier. Gib's Dampf, Junge. Krass, Alter. Ey, vielen lieben Dank fürs Mitmachen, ne? Platz 2 aktuell, ja? Bruder, ich habe bei meinen Eltern damals VHS-Kassetten entdeckt, ne? Liebesgrüße aus der Lederhose und so Dinger, Alter. Wirklich mit Handlung, ne? Auch. Im Bumsbomber nach Bangkok. Hattest du so, jetzt kann man ja immer, jetzt ist ja auch eine Uhrzeit 21.38, hattest du so Favorites, dass du gesagt hast, My Friend Hot Mom oder so? Ein Favorite hatte ich, Sex Calibur heißt der. Ein Favorite, Sex Calibur, kam immer damals auf Kabel 1. Ich habe mir sogar die DVD schicken lassen von einem Fan. Ich habe die DVD und das war eigentlich ein Soft-Ding, was du auch im Fernsehen spielen konntest. Aber an einer Stelle hast du einmal einen Trollpenis gesehen, von einem trollenden Penis. Und das hat mich total wurschig gemacht, der Trollpenis. Kevin Alici, guten Abend, herzlich willkommen. Hi, wie geht's euch? Gut. Wir haben Bock, sag ich dir. Hast du auch Bock, freust du dich? Ja. Den habe ich gesehen, der hat mich markiert bei Instagram. Was? Ja, ach cool, das freut mich. Ich ja, wahrscheinlich. Alles, ah, nice, okay, dann markiere ich dich öfter. Guckst du, du bist immer am Start, ne? Du guckst immer Instagram-Feed. Ich hab gesehen, dass er heute gesagt hat, dass er heute dabei ist, glaube ich, irgendwie oder so. Und dann habe ich gesehen, genau, und halt schon, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Bisschen Ähnlichkeit auch mit Echo, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mein Vater ist Echo und mein anderer Vater ist Pablo Escobar. Oh, Pablo Escobar. Alter, kommt ja, aber ey, kommt richtig nah dran, ne? Du warst selber Kolumbien, Finch, erst. Ja, ich war in Kolumbien. In den Comunas Stress gibt es einen Finch-Graffiti. Aber ist ein anderes Thema. Das ist jetzt ein anderes Thema. Wo kommst du her? Ich komme eigentlich aus München, aber ich lebe in Berlin. Wo denn in Berlin? Schöne Weide. Oh, sehr schön. Schöne Weide, schöne Mosten. Gefällt mir. Super. Ja. Wie alt bist du beruflich? Von was lebst du? 24, mit aber Kundenservice bei einem Lieferdienst. Davon lebe ich. Ja. Lieferando. Ja, kannst du das sagen? Na, Lieferando ist wack. Uber Eats? Na. Gorilla. Egal. Gorilla. Was ist, denk mal an den Lieferdienst mit dem besten Kundensupport. Da müsst ihr jetzt Volt sagen. Amazon natürlich. Ja, ich arbeite bei Volt. Wo? Achso, Volt. Volt kenne ich nicht. Das sind die mit den blauen Dingern, stimmt's? Genau, ja. Die stehen immer unten bei mir, stehen die Frankfurter Allee direkt, die treffen sich immer unten an der Ecke mit ihren Fahrrädern da, an dem neuen Treffpunkt. Ja, die warten auf dich wahrscheinlich. Ja, ich sehe die immer stehen, die Atzen. Ey, das ist euer Glück, ihr habt einfach in der Großstadt immer, ne, und dann auch noch die, wir liefern in 6 Minuten. Geht ihr überhaupt noch einkaufen, so richtig in den Supermarkt, oder machst du immer mit der App? Puh. Ich bin außerhalb vom Liefergebiet, sogar von Volt, das ist gar nicht cool, aber ist eigentlich auch besser so, dann kaufe ich nicht so viel ein. Ja, schöne Weide ist wirklich weg. Mich haben sie jetzt mit reingenommen und ich wohne schon sehr zentral, also das ist schon ihr Gebiet, wo größer werden, aber ist schon geile Sache. Geil. Ja. Was kannst du uns heute bieten? Was zeigst du uns? Ich rap. Ich habe ein paar Bars. Heute ein Rap-Festival. Ein Festival des Raps. Ist doch geil. Ist doch perfekt für dich. Perfekt, dass du dann da bist, oder nicht? Ja, na, selbstverständlich. Der Rap-King Finch beurteilt hier. Ja, der Song ist vor 2 Wochen rausgekommen. Heißt Jabba the Hutt. Oh, er war bei 4. Du warst bei 4-7? Du warst bei 4-7, die Jungfrau? Der hört dich jetzt aber nicht, ne? Der hört dich jetzt nicht. Was ist 4-7? Also erzähl lieber nicht wieder. Boom, bitte bam, bitte bam. Let's go. Der Boy ist back wie ein Rücken. Spaß, ich bin eine Ampel, denn alle auf der Straße wollen mich drücken. Mein Lebenslauf ist wie ein Model mit viel Lücken. Ich bin eine hübsche Blume, aber keine will mich pflücken. Mein Bäcker hat den Sound von einem Beat Drop. 7 Eier esse ich in der Früh, wenn ich zu viel koch. Keine Rules, scheiß auf Dre und scheiß auf Detox. Ready für die Arbeit, Pretty Boy und Turtleneck mit Steve Jobs. Für'n Puff zu klein und für'n Office Job zu fly. Alle wollen wissen, ob ich hart bin. Halt, stopp, ich bin doch kein Ei. Slide in die Szene wie eine Kamerafahrt. Meine Freundin nennt mich Jabba the Hutt. Alle BBWs sind neidisch auf mich, denn ich hab die dicksten Backen der Stadt.
richtig dicke Backen. Ich fühle mich wie ein Fisch, den man nicht schwimmen lässt. Der Boy ist so wie Honig, denn ich bleibe immer fresh. Ich hasse Instagram, das ist für mich eine Kinderwelt. Mein Schild ist Bombe, so wie Toshiba. Afroflix und zugenäht, ich meine doch Hiroshima. Wenn ich Erfolge mache, ich Papa zu meinem Bodyguard. Ich bin nur Jungfrau, weil jede bei mir immer Kopf fährt. Was soll denn das? Dicke Backen, schöne Locken. Mama, I'm not a criminal, ich bin ein Trottel. Mein Sound ist mies, genau wie schlechte Boxen. Und mein Name ist ein Handtuch, sag ich ihr, ich heiße Kevin, bitte trocken. Kauf mein eigenes Merch, denn ich brauche selber Klamotten. Ich bin so sweet, ich könnte die Mütter eurer Eltern verlocken. Durch mein Rappen wird das Feuern in den Wäldern nicht stoppen. Ich bin nicht Geld, doch schaff's mich immer wieder selber zu toppen. Slide in die Szene wie eine Kamerafahrt. Meine Freunde nennen mich Jabba the Hutt. Alle BBWs sind neidisch auf mich. Denn ich hab die dicksten Backen, da steht Jabba Dabba, du Motherfucker. Ich bin cool, Motherfucker. Ja, ich kenne deine Mom, doch wer bist du, Motherfucker? Shit, Digga, ich bin so cool. McLovin hat Groove, fuck Deadlift, die Soße, der klaut meine Moves. Bin kein Stecher, aber Leute, nenn mich Kaktus. Dein Girl hört meine Tracks und sie macht Schluss. Nach paar Dates findet sie heraus. Ich kann jetzt für Liebe geben, aber kein Orgasmus. Deine Songs sind es, ich versuch den Hit zu schreiben, Starter Pack. Meine Songs sind neue Folgen, Art Attack. Deutschland sucht den Superstar, doch findet nur McLovin. Ich bin zwar kein Fußballer, doch ich glaube, das soll passen. Einfach so fertig. Alter! Das war mega, Alter! Das war mega! Der beste Rapper heute. Bruder! Mit ist so, Alter! Ist so, ey, danke, danke. Aber es kommt, ich glaube, es kommen noch welche. Was geil ist, erstmal, er hat Selbstironie. Das ist das absolut, wann du Selbstironie hast, dich selbst nicht zu ernst nimmst. Zack, lustig, geile Lines, geile Vergleiche, Fußballer passen dies, das, gegen Instagram der Diss, hammergeil. Und ich hab's gerade schon gesagt, du bist die Jungfrau von 4-7, oder? Ja, genau. Ja, ja, ich 4-7, Bruder von mir, Grüße gehen raus, absolut geiles Format, schön, dass du da mitgemacht hast. Geil, und, ich hab das Video auch gesehen, Jungfrau gegen Fuckgirl, habe ich mir gestern erst angeguckt, Knossi, ich erzähl dir das später, erklär dir die ganze Sache. Geil. Richtig, richtig gut. Und den Text habe ich selber geschrieben. Genau, Alter. Das wollte ich gerade fragen. Hast du selber geschrieben? Dann zehnmal besser, der Mann kann schreiben, der Mann kann sehr gut schreiben. Danke. Und sehr lustige Lines, sehr geil. Geiler Flow, geile Bewegung, seitlich hier. Ich komme in die Dinge wie eine Kamera von. Ja, hammergeil. Wirklich. In 40 Sekunden Platz 1 überholt. Fast 5 Millionen an Energy jetzt schon. Und es läuft noch eine Minute 50. Und ich muss noch nicht mal dick sacken dafür. Danke euch. Zu Recht. Lustiger Rap. Es gibt viel zu wenig lustigen Rap. Clowns-Rap nenne ich es immer ganz lieb. So Trailer Park 257. Das Clowns-Rap, ohne es böse zu meinen. Aber Leute, die sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ja. Und das brauchen die Leute draußen. Kennst du ja. Gangsters, genau. Ich bin der größte Clown, den ich hab. Wir haben so viele Gangsters da draußen. Wir brauchen Leute, die uns lustig machen, und du hast uns lustig gemacht. Alter, absolut. Danke, danke euch. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was gar nicht mehr gibt, was ich bei dir gemerkt habe? Du hast es lustig verpackt, du hast gedisst, es war nicht einmal Wörter dabei unter der Gürtellinie, außer Motherfucker. Sonst nichts. Es war nicht dieses extrem Obszöne dabei, gar nichts. Es hat mich an diese ganze 90er, Anfang 2000er Hip-Hop-Schiene erinnert. Wie hießen da? 1-2-1-2, wie hießen die denn? Weißt du noch? Nein, Fanta 4 und so. Nicht Fanta 4, Hamburg. Nein. Diese Hamburger natürlich. Genau. Ah, naja, Sammy Deluxe und so. Ja, sind auch gut. Ja. Sammy Deluxe Legende, alles gut. Aber das, ich finde, das ist eher 257ers, HRN, SRN von damals und so. So eine lustigen Sachen und so. Trailer Park, die alten Sachen und so. Das ist geil, einfach geil. 9,6 Millionen Energy. Und es wird nochmal gewotet am Ende, ne? Danke euch. 9,77 haben wir jetzt. Danke alle, die gewotet haben für mich, gell? Danke euch. Bruder, okay, krass. Wir haben die 10 Millionen geknackt. Dankeschön. 10 Millionen, Alter. Let's go. Sympathischer Dude einfach. So muss es sein. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, bei den Jungs, die da in dem Kinderzimmer waren, die hatten auch eine sehr gute Bewertung. Klar war das jetzt hier nochmal Abstand, aber die waren auch ähnlich wie Selbstironie, lustig und authentisch. Ja, authentisch, ja, das war wichtig. Ja. Authentischer Dude. Aber es ist auch heutzutage so wichtig, ne, dass man einfach ist, wie man ist, um erfolgreich zu sein, weißt du? Ja, klar. Wenn du ein Gangster bist und ein Gangster nicht spielst oder das machst, dann ist es okay. Ja. So, weißt du, AK außer Kontrolle. Der ist ein Gangster. Der braucht nicht spielen, der ist ein Gangster. Und deswegen ist er erfolgreich. Und der Dude hier gerade, der ist einfach ein lustiger Typ und das hat er gemacht und deswegen war er erfolgreich. Die Leute lieben es, geil. Wir machen weiter mit dem nächsten Kandidaten. Und zwar der Christopher. Guten Abend. Guten Abend. Da ist einer gute Laune. Da ist doch gute Laune am Start, oder? Ja, na klar. Ich erinnere mich noch, ich glaube vor zwei Jahren, der hieß auch Virus. Ich hatte mich beim letzten Mal, hatte ich mich beworben, aber dann habe ich das zu spät, also ich habe keine E-Mail bekommen und habe zu spät gesehen, dass mir über Instagram geschrieben wurde und deswegen war ich nicht mit dabei. Okay, erzähl mal ein bisschen was über dich. Woher, Beruf, wie alt? Also ich komme ursprünglich auch aus Fürstenwalde,
Wohne jetzt in Zernsdorf in der Nähe von Königs Wusterhausen. Ich bin hauptberuflich DJ, bin 25 Jahre alt und ja. Und mach nebenbei, singe ich noch, schreibe seit kurzer Zeit auch ein paar eigene Lieder, fällt mir aber ein bisschen schwer. Ich bin lyrisch jetzt nicht so das riesengroße Ass, aber ja, wird immer besser auf jeden Fall und ja, freue mich hier zu sein. Sympathien sind gekauft bei Finch. Du kommst aus Fürstenwalde? Ja, genau. Aus meinem Fürstenwalde? Ja, aus deinem Fürstenwalde, ja. Wie alt bist du? 25. Nein, nee, dann bist du zu jung für mich. Also so, dass wir uns kennen könnten. Also, ja. Aber hast du aber du kennst viele Leute von mir. Ruben, Kevin und so, die kennst du, glaube ich, alle. Ja, na klar. Ja. Boah, krass. Befangen jetzt, Alter, Nils. Befangen. Befangen. Scheiße, einer aus der Heimat. Ich kenne seine Kollegen alle. Was machen? Was willst du uns zeigen heute aus Fürstenwalde live? Ja, ich will einen Coversong singen auf jeden Fall von Fona, Gib mir dein Lächeln, mit A Cappella, mit Playback. Ich habe erst überlegt, ob ich es mit Gitarre spiele, aber es, die Tonlage da ist ein bisschen nicht so. Erster Coversong heute Abend, ne? Ja, ich habe auch ein paar eigene Lieder, aber da bin ich noch nicht ganz so weit, da muss ich noch ein bisschen dranbleiben. Stimmt, war ja heute schon Halleluja, stimmt, habe ich ganz vergessen, stimmt, war ja schon. Wir präsentieren aus Fürstenwalde, aus der Weltmetropole, Fürstenwalde, Nord, Ost, Süd, West, wir sind alle dabei, wir präsentieren Virus mit seinem Cover, wir ziehen es uns rein, macht die Ohren auf, let's go. Die letzte Glut geht langsam aus. Der Wind streift dir den Sand über die Haut. Und nur die Nacht noch über uns. Nur wir zwei über der Welt. Und jedes Wort aus deinem Mund hat mir ein Leben lang gefehlt. Wenn ich dich so ansehe, bist du Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Wenn ich dich sehe, gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz. Ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz. Ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben. Ich will dir meines geben. Ein Atemzug voll Ewigkeit. Das Meer ist weit und du riechst gut. Ein ganzes Leben zieht vorbei. Wenn wir uns so ansehen, immer wenn ich dich sehe, bist du Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Wenn ich dich sehe, gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz. Ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz. Ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Gib mir dein Lächeln, ich geb dir mein Herz. Ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Du schenkst mir dein Lächeln, ich schenk dir mein Herz. Auch wenn der Morgen uns wieder entfernt, liegt der Moment noch viel mehr als der Schmerz. Die Glut, desto heller der Stern. Gib mir dein Lächeln, ich geb dir mein Herz. Auch wenn der Morgen uns wieder entfernt, wiegt der Moment noch viel mehr als der Schmerz. Je heißer die Glut, desto heller der Stern. Gib mir dein Herz, was du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Dein Lächeln, gib mir dein Herz. Ich will all das sein, was du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz. Ich will all das sein, was du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben.
Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ne? Ich hatte die Aufregung danke, bis hier spüren hören. Ich war mit aufgeregt. Ich hab's gemerkt, wie du dir am Kopfhörer gelangt hast. Und so, du warst ja so schön fertig, gell? Ja, war wirklich echt krass aufgeregt. Ja, ey, ich sag eins auch hier wieder, war sehr, sehr leise. Ich habe schon auf Maximum gedreht, weißt du? Dann es kommt halt immer wenig Druck rüber. Aber ich bin sehr gespannt, was Nils sagt. Bin sehr gespannt. Der Beat war ein bisschen zu laut, das ist schade, weil du hast eine sehr schöne Stimme, du hast eine schöne Stimmfarbe. Ich hätte nie gedacht, als du, wenn du redest, ist deine Stimme eigentlich sehr kräftig doll und beim Singen ist sie sanfter. Ja, du kommst doch ein bisschen mehr rauskommen aus dich, aber wie gesagt, ey, Aufregung völlig normal, hier gucken tausende Millionen Leute zu und Fürstenwalde, Dicker, ey. Nein, wirklich, ich fand auch, was man auch mal beachten muss, na klar, der Beat war laut, aber wenn man genau hingehört hat, die Stimme ist unbearbeitet. Er singt es jetzt hier live, das ist ein Live-Auftritt, das ist, und wenn du jetzt ehrlich bist, manche Sachen, die im Radio sind, die fertig gemixt, gemastert, alle fertig. Ja, klar, die sind alle... Die klingen aber nicht unbedingt viel, 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 viel besser. Wenn man sozusagen deine Stimme dann nochmal richtig im Studio und fertig alles schön macht, kann es ja nur noch besser werden. Also dafür sehr, sehr gut und sehr viel Respekt. Du hast eine sehr schöne Gesangsstimme. Ey, das ist doch ein schönes Feedback, oder, Christoph? Ja, auf jeden Fall. Aber es war genauso, die Musik war ein bisschen zu laut. Man hat auch teilweise die Stimme des anderen Sängers gehört, ne, was so ein bisschen... Ja, ich hatte kein richtiges Instrumental. Ich habe das gecuttet, da gibt es so ein Internetprogramm, da kannst du die Stimme und das Instrumental rausfiltern, aber es klingt ja voll scheiße, wenn nur das Instrumental, also von der Seite klingt es extrem scheiße. Und da habe ich die Stimme noch ein ganz, ganz bisschen mit drunter gehabt. Ich habe das hier über meinem Musikprogramm laufen lassen. Also Backing Vocals, alles gut. Ja, so ein bisschen ist nicht schlimm. Aber Stimme war sehr schön bei dir. Sehr schön. Ja. Wirklich schön. Mach weiter, Fürstenwalde, ne? Und ich glaube, wenn Finch, der schickt dir auch mal so eine Kiste Sechser von seinem Fürstenwalder, ne? McLovin! Platz 1, ja, das ist ja, klar. Steffen auf Platz 2, Christopher auf der 3. Gerade hier gehört, also ey, alles drin. Niklas und Paul 4, Mirko 5 und Celine auf Platz 6. Jasmin, ist sie da? Nossi, servus, Finch, hallo. Ja, grüß dich. Servus, grüß dich. Ja, grüß dich doch, aber irgendwie habe ich die Stimme schon mal gehört, oder? Nee, hast du noch nicht. Hast du tatsächlich noch nicht. Weißt du, an wen ich jetzt gedacht habe? Chat, wer erinnert sich an die Mittelaltersängerin, die ich mal gehostet habe? Okay, aber ich hab noch kein Bild dazu gehabt. Jetzt sehe ich, du bist nicht. Ich freue mich wirklich sehr. Jasmin. Hi. Hi. Boah, positiv, gut drauf. Ne? Wie kam es dazu, dass du dich hier bewirbst? Ja, weil ich Sängerin bin und das letzte Jahr Show Your Talent verfolgt habe und zu spät dran war mit dem Bewerben. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt gebe ich Vollgas. Jetzt gibst du Vollgas. Und hau rein. Oh, guck mal, Show Your Talent, so süß, guck mal, ja. Guck mal da hinten. Ja, so süß. Ja, schau mal, extra für euch, ja. Wirklich, weil das ist ein besonderer Abend dann für dich, ja, heute. Voll, voll, und das ist so eine riesen Chance und ich bin echt aufgeregt. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, ich mache mir die Unterbumbel, ey. Wo kommst du her, Bayern? Oh Gott. Na, Franke. Also, wir müssen das differenzieren, gell? Bayern ist ja Franke. Da war ich ja komplett weit weg, Chat. Ganz Einrichtung von einer Wohnung, geil, gut. Ja, ne, das ist mein Streaming-Setup, wo ich hier stehe. Seit einem Jahr streame ich hier raus, mega geil. Einrichten muss auch immer meine, man weiß, wie sieht es denn bei dir aus, Nils? Sag mal ganz ehrlich, bist du in Einrichtung und Deko gut? Ich habe keine Freundin, du kannst dir vorstellen, wie es bei mir aussieht. Ja, aber ey, das ist ja wohl ganz normal, ne, das ist... Einrichten ist ja auch Frauensache, gell, ist einfach Fakt. Bist du beruflich Streamerin? Ja, tatsächlich, seit einem Jahr. Corona hat mich sozusagen zu Twitch geführt. Ich war normalerweise Berufsmusikerin mit einigen Jobs im Jahr, an die 100, 150. Wow. Und Corona hat mich auch in die Knie gezwungen, weil keine Veranstaltungen, keine Hochzeiten, kein gar nichts mehr. Ein Jahr habe ich dann von den Ersparnissen gelebt, habe die letzten Groschen zusammengekratzt und habe dann hier das Setup aufgebaut, die Technik gekauft und habe gestartet letztes Jahr im März. Und seitdem bin ich tatsächlich Streamer, Berufsmusiker auf Twitch. Und du singst den ganzen Tag so, Chat wünscht sich einen Song und du haust ihn rein. Genau, so ist es. Genau, ich habe eine Songliste von fast 400 Songs und dann kann der Chat sich das wünschen und ich gebe dann Vollgas, je nachdem, was sich der Chat wünscht. Was wirst du uns heute singen? Ich singe eine Ballade von Adele. Oha. When We Were Young. Oha, oha. Gefühlvoll, Stimme, einfach zum Dahinschmelzen. Ich hoffe, ich kann euch zum Schmelzen bringen, Knossi und Finch. Das ist immer der Moment, der Nils, wenn man denkt, oha, da hat sich jemand viel vorgenommen, ne? Mal schauen, ob ich's pack, ne? Schwieriger Song. Wie viele Zuschauer hast du da so?
Im Durchschnitt 100, 120. Das ist gut, das haben auch nicht viele. Ey, das ist nee, so viel habe ich nicht. So viel habe ich nicht, wirklich nicht. Also, das ist sehr gut. Wie schauen bei dir, Nils, so? Ich beleihe meinen Chat ja die ganze Zeit. Die gehen immer wieder raus und so. Ich kratze ja immer aus und so. Wobei, ich muss auch immer sagen, ich muss mich auch wirklich zurückhalten, dass ich kein Schimpfwörter benutze, ne? Was wäre so ein Schimpfwörter, oh. Franke? Was ist das so für ein Schimpfwörter? Was habt ihr da? Also, die ganz normalen, ach du meine Scheiße. Ne? Oh. Zum Beispiel. Saupreußen, sagen sie mal zu uns. Saupreußen. Saupreußen, ja. Die Saupreußen. Sag Bescheid, Chat. Everybody loves the things you do. From the way you talk. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if I had a chance you here alone, can I have a moment before I go? I've been by myself all night long, hoping you someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My goddess reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might. Like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. Oh, I swear you moved overseas. That's what you said. Me, you look like a movie, you sound like a song. My goddess reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might. Just like a song. It's hard to win me back. Everything just takes me back to when you. Keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My goddess reminds me of when we were young. Of getting
Super, super. Mein lieber Mann, Jasmin. Mega, ja, Jasmin. Ja, euch aus. Voting läuft so direkt, Chat. Voting läuft direkt jetzt für Jasmin. Da ist sie doch. Für mich, weißt du, Nils, für mich, da, im Musical. Oh. Weißt du, was ich meine? Bei Starlight Express. Ja. Kommt Disney, sie. Disney, der nächste, Disney. Der nächste Disney-Film ist hier sicher. Da ist sie doch, ey. Die Dankeschön. Eisprinzessin. Da ist sie doch. Aber ich hey, Eisprinzessin werde ich tatsächlich genannt. Ja, aber das war natürlich, als ich das wusste. Man merkt natürlich am Ausdruck, weißt du, auf der Bühne so, da sieht man so, weißt du, bei einer Hochzeit, ne? Da ist sie, da machst du das, ne? Klar. Ja. Schreibst du eigene Songs? Ich habe einen eigenen Song geschrieben vor 10 Jahren, bisher leider nicht mehr dazu gekommen, aber es ist was in Planung. Ja, mach auf jeden Fall. Versuche ich. Also ja, Ideen sind da, die Umsetzung, da muss ich auf jeden Fall ran. Wie lange macht man sowas, damit man so machen kann? Was meinst du? Wie lange singst du schon? Ja. Ah, wie lange ich schon singe? Ich singe seit meinem 13. Lebensjahr. Hab dann natürlich dem Pfarrer auf der Kanzel in meinem Kinderzimmer gespielt. Meine Mutter hat immer gesagt, du hörst dich an wie der Pfarrer auf der Kanzel. Der Pfarrer hat mehr Gefühle und mehr Beat. Und ja, dann mit 18, 19 bin ich dann auf die Bühne tatsächlich bei meiner ersten Coverband. Und so hat es angefangen, so hat es seinen Weg genommen. Also ja, schon über 10 Jahre jetzt. DSDS habe ich 2-mal teilgenommen, bin 2-mal in den Recall gekommen und tatsächlich dann leider rausgeflogen, weil die Aufregung dann doch wahrscheinlich, ich weiß es nicht, zu groß war für mich. Also solltest wirklich jeden Strohhalm, alles was da geht, auf jeden Fall mitnehmen, weil du hast eine sehr schöne Stimme, kannst sehr gut singen. Und ey, das war sehr schön, Jasmin. Und die Leute, das, man sieht es natürlich auch an den Votes, 4,5 Millionen direkt hier drauf. Ne? Also das ist, oh Gott. Ich glaube, dass du gehst dann jetzt auf die 2, ne? Aber ich will nichts falsch sagen, wir werden gleich nochmal einen Überblick sehen, aber ey, ja, das war ultra professionell, gibt es nichts zu sagen, du lebst davon, du machst das schon so viele Jahre, das ist klar, ne? Also gibt's den Wunsch mal in so einem Musical oder so oder bei irgendwie bei. Auf jeden Fall auf die große Bühne. Ja, auf die große Bühne. Das ist mein Riesenwunsch. Einfach Hallen füllen, große Bühne, Musical, egal was, einfach mit der Musik Menschen erreichen. 4,86 Millionen, Jasmin! Sehr nice! Jasmin, Dankeschön. Unbedingt dranbleiben. Nachher gibt es nochmal ein finales Voting. Das könnte was werden. Ich kann dir aber noch nichts versprechen, weil es kommen jetzt die letzten 3 Kandidaten. Die letzten 3 Kandidaten wurden mit den meisten Votes hier in die Show reingevotet. Ne? Deswegen alles, wir können nichts versprechen. Ne? Das kann alles noch passieren hier. Ne? Alles gut. Hi, schönen guten Abend. Guten Abend, Philipp. Auch über Twitch. Wunderbar, Philipp. Bist du nervös? Ja, ein bisschen schon. Ja, was? Guck mal, wie der Nils ist echt handsam. Finchi ist echt handsam. Unglaublich. Es gab nirgends irgendwie, wo er gesagt hat, hör auf, mach's nicht mehr. Es kann nichts passieren. Der ist gut drauf, der hat gute Laune. Nils, ja, ich hab schon gemerkt, alles gut. Wo kommst du? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Sehr dunkel. Ich komme aus Butzbach. Ja, ich habe kein Licht an hier. Strom ist teuer geworden. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Genau das, ja. Und ansonsten, ich arbeite bei meinem Kumpel in der Firma. Wir machen so, wir vermarkten Sportvereine auf regionaler Ebene. Oh, das ist für den Finch genau. Das ist das interessante Thema, ne, Finchi? Ja. Ja. Was hast du denn dabei? Ich werde es versuchen auf jeden Fall. Ich habe was selbst geschrieben. Geil. Und auf dem Beat, den ich gefunden habe. Da guckt man, wie guckt man da, Finchi? Free Beats gibt man dann oben ein, oder? Ich habe damals immer auf Favorite alles Scheiße gerappt. Also ist einer meiner Lieblingsbeats, auf dem habe ich immer rappt. Ja, der ist echt geil. Wie lange machst du schon Musik? Schon lang. Ich habe früher schon immer Gitarre gespielt, bisschen Schlagzeug gespielt und dann irgendwann habe ich halt angefangen zu singen und zu rappen. Yeah. Ich mach mir Sorgen, dass es bleibt. Digga, mir geht's gut, die Augen auf, ich kann was sehen. Chill mit meinen Jungs, ey, oh, so lange wie ich leb. Setup für paar Tauis, weil hier immer noch was geht. Ich mach weiter Lärm, so wie ein Porsche Sportcoupé. Oh, die Fam ist safe, ich mach alles für die Gang. Jungs, mit denen ich häng, die ich seit 20 Jahren kenn. Ey, ich lass nicht los, wir sind forever nicht zu trennen. Doch ich hab so ein Gefühl und mach mir Sorgen, dass es bleibt. Ich weiß nicht, was es ist, es fühlt sich an, als wär's vorbei. Ey, ich greif zu Handy, wenn es kickt und mach mich breit. Brody, gib mir bitte mal ein Bit von deinem Byte. Egal, was ich auch schreie, ey, mir fällt das hier nicht leicht, ey. Oh, viel zu viele Raves in meinem Kopf. So viele, die ich seh, aber nicht oft. Oh, Bauchi heute wieder voll mit Dot. Oh, immer noch nur Beef wegen den Cops. Damn, ey, das ist immer noch die Mucke für mein Block. Es ist immer noch die gleichen Fressen wie damals auf Stoff. Es ist immer noch ein Traum, solange immer noch was droppt. Doch ich hab so ein Gefühl und mach mir Sorgen, dass es bleibt. Ich weiß nicht, was es ist, es fühlt sich an, als wär's vorbei. Ey, ich greif zu Handy, wenn es kickt und mach mich breit. Brudi, gib mir bitte mal ein Bit von deinem Byte. Egal, was ich auch schreibe, ey, mir fällt das hier nicht leicht, ey. Es ist nicht
nicht leicht, wenn du weißt, dass es geht. Check an meine Brüder, trink einen Schluck auf die, die fehlen. Alle sind gesund, ein paar sind da, wo das nicht zählt. Grüße nach ganz oben an die, die ich nie mehr seh. Die ich nie mehr seh, die ich nie mehr wieder seh. Also bleib ich da für alle, die hier mit mir stehen. Ey, ich bleibe gerade, ganz egal wohin es geht. Doch ich hab so ein Gefühl und mach mir Sorgen, dass es bleibt. Yeah. Und das war's auch schon. Bruder, mein Lieber, ey! Krass, ey, einige haben geschrieben, der Beat leiert so ein bisschen. Hast du, ich weiß auch nicht, aber ich übertrage nur den Stream-Chat. Ich sag's euch, wie es ist. Ich übertrage einfach den Stream. Oh, hast du das Gefühl, hat was geleiert? Ich hatte so ein bisschen Delay drin. Ich habe versucht, den auszugleichen, aber ich weiß nicht, ob es so gut geklappt hat. Vielleicht war es deswegen. Einige haben geschrieben Casper. Ich fand aber Casper war gar nicht so. Ich fand, war extrem Tilo-mäßig. Tilo kennst du, oder? Ja. Ja, normal kenne ich. Ja, also hat auf jeden Fall Tilo-Vibe und der ist ja jetzt derzeit nicht gerade unerfolgreich. Also hat das stimmt, auch, ja. Und ich fand es sehr gut, Alter. Stimme auf jeden Fall geil. Wie gesagt, mit dem Beat. Ich glaube, den Beat hättest du den geileren aussuchen können. Ja. Da wäre ein besserer gegangen, der besser auf deine Stimme auch passt. Weil der hat ein bisschen Platz, deiner Stimme den Platz weggenommen, fand ich so. Also ja, okay. Durch dieses rauchige, kratzige ist geil. Kannst du ruhig noch mehr eigentlich machen. Und, aber ansonsten cool, Alter. Er hat auf jeden Fall Flow, Vibe, ist das, was die Kids hören wollen so. Also, was geil, danke schön. Nicht böse, ich meint jetzt, aber du weißt, was modern für alle Kids. Was modern ist, so. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ging ins Ohr, hat mir gefallen. 3,5 Millionen, jetzt habe ich mir gerade eben keinen Zwischenstand geben lassen, aber auch du, krass, so krass performt, geil, dass du hier direkt 4 Millionen jetzt hast, noch eine Minute 30 gewonnen werden. Es kann auch Platz 2 noch werden. Ey, vielen, also, vielen Dank. Wenn man, manchmal merkt man auch so einen Unterschied, ist so krass, ne? Er spricht ganz anders, als er rappt, so, ne? Er hat dann so ein kratziges Ding drin, gell? Wo holt man das her? Ich muss ein bisschen anfangen zu schreien, dann geht's eigentlich. Über 6 Millionen, Philipp, vielen lieben Dank, ja? Und vielleicht bis später. Schön. Ciao. Bis später, Jungs, macht's gut, schönen Abend noch. Ciao. Wow, ja klar, jetzt kommen die beiden mit den meisten Dingern. Es wird immer krasser jetzt, ne? Ich bin gespannt. Also, ey, aber merkst du, die Qualität ist schon top, ne? Hi. Ja, da ist sie doch. Natascha, wunderbar. Bist du über Handy mit uns? Ja, ich bin doch gar nicht so eine Streamer-Maus. Ich bin ganz neu im Game und stell mich hier an wie so ein Boomer. Ein Sonnenschein, Nils, jetzt hier zum Abschluss. Hä? Ist das jetzt Kontra? Hört ihr mich denn? Wir hören dich sehr gut. Aber seht ihr mich auch? Ja, wir sehen dich. Wunderschön. Gut. Hallo, Tachchen. Ich bin Natascha Garcia aus Berlin. Aus Berlin, Nils. Aus Berlin. Berlin-Charlottenburg. Born and raised. Ah, naja. Immer hier. Ah, ist alles gut. Ach so, hat sich dann erlebt. Wunderbar. Natascha. Natascha. Wie alt bist du? Nee, warte mal, das darf man nicht, kann man nicht, ne? Das frag mal. Was machst du denn so, Natascha? Ich bin Sängerin. Ich mach Musik, seitdem ich, sehr, sehr, sehr lange habe ich schon angefangen zu singen und verfolge das Ganze jetzt immer professioneller. Natascha Garcia ist mein Künstlername und darunter findet man mich jetzt auch seit 2 Tagen bei Spotify. Ich bin total stolz, ich habe jetzt einen Künstler-Account. Ich bald meine eigene Single rausbringe. Ja, ich bin sehr nervös gerade, deswegen, oh Gott. Nils, guck mal kurz, ob auch Social Media verknüpft ist. Check da mal ab. Ich hoffe. Ich habe heute grün wie die Hoffnung an, aber irgendwie ist es gerade ein bisschen zu aufregend, deswegen muss ich mich jetzt entblättern. Nee, mach doch! Ja. Charlottenburg geht, oder Nils, von der Fahrt? Ja, wunderbar, ganz schön da. Wunderbar. Ich bin geboren in Neukölln und in Charlottenburg dann aufgewachsen. Also dann ein bisschen hier dran. Du hast den Twitch-Stream hier selber zusammengezimmert, schnell für heute, oder was? Sehe ich das richtig? Ja, richtig. Also mein bester Freund hilft mir, der hat mir das Ganze auch nahegebracht. Isaac ist ein guter alter Schulkamerad von ihm und er ist jetzt mein Licht, mein Sound. Er hat mir bei allem ein bisschen heute geholfen. Genau. Mein Isaac von letztem Jahr, der Gewinner? Nein, Isaac. Die sind zusammen zur Schule gegangen, ne? Nee, wir haben zusammen Musik gemacht. Die haben zusammen Musik gemacht damals, in der Heimat. Soll sich mal zeigen jetzt dein Kollege, Mensch. Jo, moin. Warte mal, bisschen Delay, Chat, bisschen Delay. Da ist er doch. Ah ja, wunderbar, hallo. Okay, was singst du uns? Ich habe ein Driver's License vorbereitet von Olivia Rodrigo. Ich hoffe, den kennt ihr. Nee, ich kenn's nicht. Nils bestimmt. Dann ist ab sofort mein Song für dich. Ich kenn ihn, glaube ich, ja. Ich mache jetzt deinen Stream an und jetzt ist Showtime, ne? Du bist die vorletzte Kandidatin heute. Es geht um alles. Um den ganz großen Deal. Ganz nach oben.
Okay, mach mir noch mehr Druck. Ich will keinen Druck machen. Viel Spaß! Geht los. Danke. Danke. Got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. But you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. Oh, and I just can't imagine how you could be so okay. Forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars, front lights, can't drive past the places we used to go to, cause I still fucking love. Sagen, das war der erste Auftritt, wo sich alle meine Haare aufgestellt haben hier heute. Alle meine Haare. Ich hoffe, in einer guten Art und Weise. Weißt du, was bei mir war, Nils? Vor allem deine Präsenz, wie du es einem verkaufst in die Kamera. Es ist nicht so, dass man denkt, die zieht jetzt da eine Show ab, sondern ich habe ihr jetzt alles geglaubt. Weißt du, was ich meine? Wie ist sie mit der Kamera gespielt? Ich habe gedacht, die singt für mich. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? So hat, ganz komisch. Sie hat nur für dich gesungen. Ja, aber weißt du, es war ganz komisch so. Und am Ende, als sie dann noch den Mikroständer mit beiden Händen in der Hand hat. Ich war auf jeden Fall sehr aufgeregt. Meine Hand zittert auch übelst. Und dann war der Mund ein bisschen trocken. Also, ja. Ey, du siehst aus wie ein Star. Oh. Wie lange singst du schon, Natascha?
ist eine ganz süße Geschichte. Meine Schwester singt auch ultra gut, sie ist 7 Jahre älter und die hat immer die ganzen Diven gehört von Mariah Carey, Whitney Houston und immer wenn sie nicht da war, wir haben uns ein Zimmer geteilt, habe ich heimlich ihre CDs gehört und so getan, als ob ich auch irgendwie singe. Und das ist so, habe ich mir das irgendwie selber beigebracht. Also, ja. Ich muss auch noch für mich voten, ich darf doch, oder? Ich fand es sehr gut. Gesang, kannst singen, brauchen wir nicht drüber reden. Was ich mich nur frage, hast du Filter auf der Stimme? Nee. Da ist ein ganz mini bisschen Hall. Okay, aber mehr nicht. Nur ein aber Hall. Wenn du auf, wenn du bei mir bei Natasha Garcia Instagram gehst, da siehst du, das singe ich eigentlich alles nur in die Kamera, ohne Mikro. Okay. Nee, das war nur reine Frage, nur weil ich es ja auch ein bisschen gehört habe, alles gut. Ey, du hast eine schöne Stimme, Ausstrahlung brauchen wir nicht drüber reden. Knossi sagt ja, sie ist aus wie ein Star. Ja. Gut, Alter, ist ey, krass, ist geil, gut, sehr schön. Wunderbar. Ja, da kommt aber noch einer nach mir jetzt. Mir geht richtig der Stift leider. Also ich habe richtig Bock, ins Halbfinale zu kommen. Und, also das sieht 8,7 Millionen. Ja, alles kann passieren. Ne? 9,5 Millionen. Oh, ist sie nervös, als geht es um alles heute. Bleib entspannt. Finale Voting kommt noch. Du hast eine gute Voraussetzung. 2 kommen hier weiter. Es ist gut. Da sage ich danke fürs Mitmachen. Wir gucken jetzt gleich mal die Overview an. Natasha Garcia, vielleicht bis später, ne? McLovin und Natasha würde keine Falschen treffen. Egal wen hier, ne? Das wäre schon. Das ist schon krass. Aber einer kommt noch. Wunderschönen guten Abend. Es ist Zeit für den letzten Auftritt. Für den Mann mit den meisten Votes. Wie hoch ist der Druck, ja. Ricardo? Ehrlich gesagt, ich mache mir keinen Druck. Ich war ja letztes Jahr schon hier. Ach, du warst letztes Jahr schon da? Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich war der, bei dem das Internet so abgeschissen ist. Boah, weiß ich jetzt auf den ersten Blick nicht mehr. Ich habe diesen 80er-Song gemacht, meinen eigenen 80er-Song damals. Ich habe mich unnormal geärgert und ich habe mir damals geschworen, sobald der Aufruf kommt, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Ich habe hier was gut zu machen, auf jeden Fall. Dann sind ja die Voraussetzungen ja unfassbar, weil du hast die meisten Votes hier und bist... Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle, die für mich gewotet haben. Ey, so unglaublich geil, Mann. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Einfach nur krass. So geil. Machst du Rap? Ja, ich höre gerne Rap, ja. Nee, aber was machst du? Also was wirst du uns heute zeigen? Ich singe dir eine Ballade heute. Oh. Ah, okay. Ja. Ich mache heute auch ausnahmsweise mal keinen eigenen Song. Eigentlich bin ich da so ein bisschen eigen. Ich habe letztes Mal halt einen eigenen Song gemacht und einfach aus, so Aberglaube, habe ich gesagt, okay, dann machst du einfach dieses Mal ein Cover. Das kennst du in- und auswendig seit Jahren und keine Ahnung, das ist so, ich bin da mit dem Song einfach aufgewachsen. Und da habe ich gesagt, dann mache ich das und da fühle ich mich, das ist wie mein eigener Song vom Gefühl her. Welcher Song ist es denn? Stand By Me. Oha, oh. Geiler Song. Oh. Stand By Me. Genau, und da, ja, das ist einfach, also ich bin mit unter vielen Cousinen groß geworden. Ich war immer so der einzige kleine Perks. Und die waren halt mega musikaffin und so. Und dann habe ich halt solche Sachen mitbekommen. Beatles, Stand By Me, Benny King und sowas. Und ja, das ist halt im Kopf geblieben und ja. Ey, sind geile, ist, ich höre das auch gerne so Zeug, ne? Marvin. Ja, ich liebe das. Das ist einfach nochmal, weiß ich nicht, das kribbelt einfach ein bisschen mehr an den Eiern halt. Ist das, sag mal ehrlich, Nils, ist das schon so ein bisschen auch, wenn man mit so einem Song, der bei den Leuten immer mitschwingt, so, weißt du, ist das ein Trick? Sollte man das vielleicht so machen für die nächsten Shows, wenn sich Leute heute bewerben für nächste Woche? Also jetzt ohne jemanden, ich finde eigene Songs immer noch geiler, muss ich ehrlich sagen. Aber lieber einen bekannten Song gut gemacht, als einen eigenen Song verkackt. Hast du schon mal an Castingshows teilgenommen? Als ich 18 geworden bin, also da war ich frisch 18, da bin ich bei einem Star für Baku gewesen. Kennt ihr das noch? Von Stefan Raab früher? Ja, kenne ich. Baku war ja der Eurovision Song Contest. Ja, genau, und da bin ich unter die letzten, weiß ich gar nicht, was gekommen, aber das ist dann nichts geworden. Ich war einfach noch ein bisschen zu grün hintere Ohren. Kommst du aus dem Ruhrpott? Nee, ich komme aus Bremen. Okay. Aber ich habe Familie im Ruhrpott. Also ja, ein paar Verwandte, ja. Und mein Stiefpapa, mein Papa, wie auch immer, der kommt aus Bochum. Was hast du damals gesungen? Bei Stefan Raab? Was hast du da habe ich gesungen, was war denn das jetzt nochmal? Das war ein eigener Song, der hieß, das war noch ein deutscher Song von mir. Ich mache heute gar keine deutschen Songs eigentlich mehr. Prinzessin hieß der. Oh ja. Weil Beatles kann er gar nicht leiden. Von den beiden Zwillingen aus Bremen grüßen, von Bilal und Samir. Ey, die kenne ich! Ja, ich weiß. Bilal und Samir!
Und ich spiele mit mir Fußball und die haben gesagt, ey, wenn Video du das schaffst, Alge. Du musst, genau, genau. Und die haben zu mir gesagt, du musst unbedingt Knossi Bescheid sagen. Ey, grüß den ganz lieb von uns. Und die sind voll durchgedreht. Die sind im Alge-Video drin, Chat. Die beiden Zwillinge, ja, die sind im Alge-Video. Finch auch übrigens im Alge-Video drin, ne? Und das wird dann nie vergessen. Schulter ausgekugelt, Eine Minute Videodreh, einmal Arm so hoch, Schulter hing so raus, hier alles. Krankenwagen, ey, nee, das werden wir auch nie vergessen. Das wird uns für immer verbinden, dieser Tag. Bin echt gespannt, ob du es jetzt schaffst, gleich wieder auf die 1 zu gehen. Ganz ehrlich, ey. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Kein Spaß, mach ganz entspannt. Ah, nee, ist alles gut. Achso, ich wollte noch eine Sache sagen. Liebe Grüße an den Internetanbieter von meinem Drummer letztes Mal. Danke für nix. Dann ist das jetzt dein großes... Deine zweite Chance, die ganz große. Ja, ich gebe mein Bestes. Story ist schon mal geil. Wir sind gespannt. Hier ist Ricardo mit Stand By Me. Ah. Okay. So geil, nochmal hier zu sein. Okay, let's go. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky then we look upon, and fall, all the mountain shall crumble to the sea. I won't cry, won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me. Whenever you're in trouble, would you stand by me, ooh, ooh, baby, stand. Ja. Alter, Junge. Alter, ja, warte mal, wie spricht man's aus? Ricardo Caprarese, ne? Richtig. Ja. Maschine. Ja, votet für Ricardo, wenn ihr sagt, das ist mein Favorit am heutigen Abend. Der letzte Auftritt gewesen. Ich fand's gut. Ich fand's sehr gut. Ich fand zwei Sachen allerdings schade. Ich fand's schade, dass du viel Hall drauf hattest, weil ich glaube, den brauchst du nicht. Und ich fand an manchen Stellen ein bisschen zu viel Drama. Da war mir so ein bisschen zu viel. Weil, wie du schon sagst, du fühlst den Song so sehr und deswegen, glaube ich, brauchst du das gar nicht. Weil manchmal hat man schon gemerkt, da kommt der Text schon wieder, du bist doch am Betonen vom letzten Wort und bist doch... Und da war ein bisschen zu viel. Das fand ich ein bisschen schade. Allerdings, man kann sagen, was man will, du hast eine sehr, sehr krasse Stimme. Eine sehr, sehr Vielen, vielen Dank, Finch. Vielen Dank. Wirklich, wirklich richtig geil. Und ich glaube auch, dass du auch andere Songs auch kannst, wie du schon sagst, den 80-Songs beim letzten Mal. Ich glaube, du bist da so ein bisschen Allrounder-mäßig unterwegs und kannst viele Sachen und nicht nur Balladen. Davon gehe ich fest aus. Die gute alte Poplampe. Du bist jetzt erleichtert, Ricardo. Bist du happy mit deinem zweiten Auftritt? Ja? Alles glatt gegangen. Alles Internet cool. War da. Ja, unglaublich. Ein Riesen, alles cool. Also, egal wie das ausgeht, ich bin einfach nur froh, dass ich hier war. 2 Minuten noch. Dann stehen hier 2 Halbfinalisten fest. Ja, ist aber, daran siehst du auch, dass die Leute schon bei den Einzelvotings
so eine Meinung hatten auch. Weißt du, was ich meine? Dass sie gesagt haben, wenn sich da jetzt nicht mehr viel verändert, dann ist für die Leute, stand das da schon fest, ne? Okay, Freunde der Sonne, Seite ist überlastet, schreibt jemand. Nee, aber funktioniert ja hier. Wenn das bei uns hier funktioniert, es wird ja gerade gevotet, wir sehen es ja hier. McLovin mit 16,7 Millionen auf der 1, den hat keiner verdrängt. Der ist auf die 1 gegangen. Und ist immer noch auf der 1 jetzt hier im Aber letzten. Natascha hat gut aufgeholt. Also Natascha ist auch hat den Abstand verringert. Auch Nummer 3, Ricardo, auch sehr gut. Ja. Und auch Philipp, die machen alle. Celine macht Punkte, das machen auch Mirko macht Punkte, ist geil. Natascha? Wirklich dicht hinten dran nochmal. Gib nochmal Gas jetzt hier, gib nochmal. Mach das Ding nochmal enge jetzt hier, aber jetzt hier. Alter, 25% McLovin. Ich meine, die ersten beiden kommen weiter. Ricardo, Ricardo ist es. Ricardo ist dicht hinten dran mit der 3, ne? Ja, Ricardo kann auch aufholen. Die letzten Sekunden. Und die Auswertung läuft. Jetzt werden die letzten nochmal gut geschrieben. Aber ich glaube, wenn sich jetzt hier... Es steht, wenn es grün wird, steht's. McLovin und Natascha, unsere ersten Halbfinalisten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, mein Lieber, was du dazu sagst. Soll ich es dir sagen? Sag's mir ganz, für ja. Für mich McLovin der absolute Hero hier. Weißt du warum? Warum? Weil er acten kann. Rap ist klar kein Gesang, aber er hat seine Texte selber geschrieben. Und dieses Battle-Format, wenn du dir das mal anguckst, guck dir mal von meinem Bruder Forsthaven dieses Battle-Format an. Ich weiß, da gibt's viele. McLovin hat die Dinger selber geschrieben, selber gemacht, das hat er heute auch bewiesen. Und das ist für mich das, was du auch im Deutschrap brauchst. Du brauchst Leute, die wieder ihre Scheiße selber schreiben und nicht irgendwelche Leute da draußen. Man kann sich immer Hilfe holen. Aber der McLovin, wirklich absolut, ich bin absoluter Fan. Absoluter Fan.